Ja, willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge hier in Evancast. Und ich denke mal, ich habe das Schlüsselwort gefunden für den guten Boss, der dort vorne lauert auf uns. Und zwar habe ich mir gedacht, nochmal ins Inventar zu gucken und alles genauer zu inspizieren. Und da bin ich auf eine wunderbare Entdeckung gekommen. Und zwar haben wir ja dieses gute Buch hier. Von die Bedienungsanleitung zum Planetarium, und wenn man sich das Ganze mal in Ruhe durchliest, nicht so wie ich, denn ich lese mir alles meistens immer so in Schnelldurchlauf durch und dann habe ich so, ja, wie gesagt, und dann weiter nach unten scrollt, dann steht hier zum Beispiel noch die destruktive Kraft des feurigen Himmelskörpers Aethysis hingegen dient zur Zerstörung von Zaubern wie etwa magische Schilder. Und das ist der Hauptpunkt. Wir müssen, wie ich denn mal denke, da dieser Boss dort vorne ein magisches Schild hat, müssen wir das Planetarium auf den bestimmten Stern schieben. Auf diesen Aetarius oder wie er gleich hieß. Und da muss ich jetzt direkt mal gucken. Da muss ich schnell, ich weiß nämlich auch nicht ganz genau. Ja, Mist. Aber einmal hier, okay, hier haben wir nichts. Hier ist nichts. Hier. Oh, er kann mich noch treffen. Aber auch nichts. Da ist wieder der blaue. Die Frage ist, wo kann das sein? Muss ich gut gucken hier. Bin mir echt nicht sicher, wo das sein könnte. Falls ich sterben sollte, ist das sehr gerechtfertigt? Okay, hier habe ich was gefunden. Hier ist ein Stern. Ein roter Stern. So, den werden wir jetzt mal aktivieren. Und das müsste eigentlich sein Schild dann wegmachen. Normalerweise. Da das ja Schaden gegen magischen Schilder machen soll. Wir werden es sehen, wenn es ihn berührt. Aber irgendwie scheint er davon zu fliehen. Jetzt bleib doch mal stehen, mein Freund. Ja, der ist raffiniert. Ah, jetzt, 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 jetzt. Es hat ihn was? Es hat ihn nicht getroffen. Wie crazy. Okay. Ja, natürlich habe ich Schaden erhalten, das ist ganz klar. Hey, komm, Kollege, jetzt komm mal weg dort vorne. Irgendwie schon ein bisschen gemein, dass der da die ganze Zeit an der Ecke campt und nicht getroffen wird. Kommt mir jetzt schon ein bisschen komisch vor. Aber es muss ihn eigentlich treffen. Denn anders kann ich mir das nicht vorstellen. Dann soll man ein bisschen hier an mich rankommen, wäre natürlich auch sehr nice. Das gibt's ja nicht. Ja, aber jetzt mal, bleib doch vorne, Junge, bleib doch einfach vorne. Ja, so ist richtig. Perfekt. Der Strahl hat den Schutzzauber zerstört. So, jetzt ballern wir erstmal richtig einen rein. Jetzt bin ich richtig sauer. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Aber er geht leider ein bisschen daneben. Das macht der Nahangriff hier. Er zieht auch noch mal ganz gut. Und sein Schutzschild ist wieder aktiviert. Wow, diesmal leuchtet es noch heller. Sehr nice. Ja, komm her hier. Komm. Bleib hier, bleib hier. Ja, schön, 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 schön. Wunderbar.
Und Volltreffer, leider daneben. Der muss noch mal sitzen hier. Das gibt's noch nicht. Dann werden wir ihn instant mit dem hier, mit der Welle. Die trifft auch einfach besser. Jetzt geht mir leider die Magie aus. Ich denke, einmal geht noch. Wunderbar. Komm, bleib hier. Bleib bitte stehen. Bleib bitte stehen. Ja, schön. Und ich denke, das wird's gewesen sein. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Vorhersehbares passiert. Unvorhersehbares. Gegebenenfalls. Du bist in meiner Erfahrungsstufe stärker geworden. Ich bin schon mal sehr glücklich, dass ich ihn besiegt habe. Und ich habe eine Dämonentasche. Da habe ich einen Schlüssel. Ah ja. Schlüssel zum Planetarium, um hier wieder hinauszukommen. Wunderbar. Das ganze Ding lassen wir hier mal aktiv. Denke ich mal. Finde ich sehr gut. Puh, und ich dachte schon, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Du, damit habe ich auch echt nicht gerechnet. Ich musste auch erstmal eine lange Zeit gucken. Wie kommst du hier weiter? Versucht, gemacht, ein bisschen geguckt. Und dann dachte ich, du hast doch so eine Anleitung von diesem Buch. Lies es dir doch einfach mal genau durch. Und ja, da haben wir rausgefunden, dass ganz am Ende etwas mit Barrierenzerstörung und Zauberzerstörung steht. Und da war mir komplett hundertprozentig klar, ja, das muss es sein. Da müssen wir mal ein bisschen experimentieren und ausprobieren. Was anderes kann es gar nicht sein. Und am Ende, wunderbar, hat es ja geklappt. Besser kann es nicht sein. Nun gut, soweit so schön. Wir gucken mal wieder weiter. Ja, wo soll denn hier noch ein Gegner sein? Hier ist doch nichts. Immer wieder diese Musik ertönt. Zentralhalle. Ich glaube, wir hätten auch noch einen anderen Weg zur Zentralhalle gehen können. Der abgekürzter wäre. Aber das macht gar nichts. So, ich die Quest mal gleich wieder abgeben. Dann ist das auch erledigt. Na. Schauen, was der gute Herr diesmal zu sagen hat. Du bist schon wieder zurück. Na klar. Der Destruktoros ist noch immer kraftlos. Du solltest keine Zeit mehr verlieren, junger Freund. Die Lage ist sehr ernst. Es tut mir leid, aber ich musste kurz in den Turm des Wissens zurückkehren, um mich ein wenig zu erholen. Wie, er ist noch kraftlos jetzt. Ich habe den doch aktiviert. Ich bin gerade etwas überfragt. Aber wir haben seine... Oder muss sich das doch wieder umändern? Genau. Ach, wo ich das ja umgeändert habe, war doch die... das war ja natürlich, die Energie war nicht mehr aktiv. Klar. Ist natürlich sinnvoll. Das heißt, ich muss das ganze Ding wieder auf den, auf diese Maschine, die dort war, in diesen Raum oben, denke ich mal, fixieren. Und dann wird das Ihnen irgendwie weiterhelfen. Ach, schade. Natürlich den ganzen Weg nochmal zurück. Habe ich jetzt nicht bedacht. Ich habe natürlich das Ganze auf den roten Stern gelassen, der die Zauberbarrieren zerstört. Und es sollte ja irgendwie Energie in diese Maschine da reinkommen. Und diese Energie ist ja jetzt nicht mehr. Und das muss ich jetzt natürlich wieder ändern. Ist natürlich sehr tragisch, hier jetzt nochmal alles nochmal zu machen, aber das kriegen wir schon hin. Okay, dann würde ich sagen, halt einmal zu diesem blauen Stern hier. War's. Genau. Und das Ganze einmal zu dem Spiegel. Das Ganze ja einmal rumfahren lassen. Dass das Ganze wieder Saft bekommt. Und dann gucken wir mal.
Und Stopp. Jetzt müsste das Ganze wieder hundertprozentig Saft haben. Genau. Dann muss ich hier nochmal aktivieren. Also es ist aktiviert. Ich habe es auch abgeschlossen soweit. Ja. Mehr kann ich hier jetzt auch nicht machen. Leider. Der Spiegel hat keinen Nutzen. Soweit. Gut. Das Ganze wieder auf Ausgangsposition gesetzt. Dann müsste er jetzt eigentlich Energie haben. Wenn das dann nicht der Fall ist, dann weiß ich leider auch nicht so genau. Dann werde ich erstmal die anderen Quests machen. Dann muss ich da nochmal genauer schauen. Okay, aber erstmal gucken wir nochmal zurück. Ist jetzt halt ein bisschen blöde Lauferei. Ich wünschte auch, er würde hier ein bisschen schneller laufen. Oder man könnte sich porten, wäre noch schöner. Ein schöner Portzauber. Ach, ich glaube, ich gehe schon wieder den langen Weg. Na, macht nichts. Was vielleicht mit Rollen irgendwie abkürzen? Na, das bringt auch nicht wirklich mehr Geschwindigkeit. Ach, diese Türen. Ich öffne sie immer zu schnell und dann gehen sie im selben Augenblick direkt wieder zu. Ja, gucken wir nochmal. Ich hoffe, es hat jetzt so geklappt. Du bist schon wieder zurück? Du musst ins Planetarium gehen und versuchen, die Kraft der Sterne im Destruktorus zu bündeln und ihn damit aufzuladen. Wenn er brauchbar ist, kehre zu mir zurück. Aber beeile dich. Meine Wunde beeinträchtigt mich immer mehr, auch wenn ich versuche, den Schmerz durch Meditation zu verdrängen. Okay. Das habe ich doch gemacht. Muss ich hier noch irgendwo was ablegen? Verstehe ich nicht so ganz. Ich bin froh, dass ihr mich... Ja, okay. Ich habe das doch auf jeden Fall abgeschlossen. Da konnte ich das Ding ja auch nicht mehr berühren. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Was hat er da oben zu sagen? Da war auch noch was, aber ich meine, das war auch eine offene Quest. Es ist alles so furchtbar. Überall sind die Dämonen. Und mein Imp ist auch verschwunden. Die Dämonen haben ihn sicher aufgefressen. Vielleicht hat dein Imp ja auch... Denkst du? Aber dann ist er irgendwo da draußen und fürchtet sich. Wenn ich ihn nur suchen gehen könnte. Aber Theodosius sagt, es ist viel zu gefährlich. Wirklich? Ja. Das ist so lieb. Ich werde von mal dir. Schauen. Aber wenn du ihn findest, musst du ihn unbedingt fangen und hierher bringen. Wie soll ich das machen? Dein Imp lässt sich doch nicht einfach so zurücktragen. Ich weiß auch nicht. Aber er darf auf keinen Fall da draußen bei den Dämonen bleiben. Ja, okay. Das machen wir schon irgendwie. Ja, ich werde es versuchen. Vielleicht finde ich deinen Imp ja. Okay. Mir geht diese komische Quest hier nicht aus dem Kopf. Es stand doch, dass ich die Quest abgeschlossen habe, aber irgendwie... Du bist schon wieder... Sehr komisch. Ich werde das nochmal mir genauer anschauen und... Naja, ich werde da nochmal hin zurücklaufen und mir das in Ruhe angucken und nochmal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht habe ich doch noch irgendwas übersehen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch erst einmal wieder gefallen und... Ja, sage ich erst einmal wieder, macht es erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.